Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW 4, heute mal von der Strecke Bremen-Oldenburg aus dem Oldenburger Hauptbahnhof. Und zwar wird es mal wieder Zeit für eine Runde Trainspotting bzw. Zeitraffer, bzw. beides halt eben in einem. Das letzte Video kam ja sehr gut an, damals in Köln. Ich verlinke das oben rechts nochmal, falls ihr das euch nochmal angucken wollt. Und ja, jetzt machen wir das Ganze mal hier auf Bremen-Oldenburg. Das Ganze im Fahrplan vom guten Rail Dream Studio bzw. LP Gamer TV, ne, also die Fahrplan-Mod, die es für Bremen-Oldenburg gibt, in der neuesten Version. Und ja, wir stehen jetzt hier einfach mal heute am Oldenburger Hauptbahnhof. Wir sprechen über das, was wir hier so sehen, und haben hier eine ganz entspannte Session, wo wir einfach den Zügen ein bisschen zugucken können beim Fahren hier in Oldenburg. Da sehen wir auch schon eine 204 mit N-Wagen, die an uns da vorbeirauscht. Also auf jeden Fall auch sehr interessante Dinge, die hier eingebaut sind im Fahrplan. Und ich finde, durch solche Zeitraffer kriegt man irgendwie so ein ganz gutes Gefühl dafür, was hier eigentlich los ist. Also wo sind hier die besonderen Sachen zu sehen? Und man sieht überhaupt erst die Mühe, die sich gegeben wurde im Fahrplan, weil wenn man von Bremen nach Oldenburg fährt, dann sieht man nur einen ganz bestimmten Teil des Fahrplans. Und zwar nur in der Zeit, wo man auf dieser Strecke unterwegs ist, und alles, was zu anderen Uhrzeiten passiert oder vielleicht auf irgendwelchen ungenutzten Gleisen, das sieht man ja alles nicht, ne? Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass hier noch sehr, sehr viel passiert, wie zum Beispiel dieser Güterzug, die 185, die hier mit Autotransportwagen an uns vorbeirauscht. N-Wagen fahren auch ab. Karlsruher Kopf. Da hinten noch ein ICE. Und da fährt auch noch ein Dieseltriebzug ein von der Nordwestbahn. Ja, ich bin immer noch nicht ganz schlüssig, wie das mit dem Format hier aussehen soll. Da gab es ja im letzten Video sehr viele konstruktive Hinweise von euch, und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob der Zeitraffer hier eine gute Idee ist oder ob wir nicht viel lieber, ja, so eine Art normales Trainspotting-Video haben wollen, wo ich mich da hinstelle und wir einfach aus verschiedenen Geschwindigkeiten, aus verschiedenen Perspektiven in einer normalen Geschwindigkeit zugucken. Oder ob das tatsächlich hier in dieser vierfachen Geschwindigkeit sein soll. Also da bin ich nach wie vor offen für Feedback, ob ihr lieber die normale Geschwindigkeit haben wollt oder ob ihr die vierfache Geschwindigkeit haben wollt. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, was ihr lieber habt. Vielleicht kann man auch beides machen. Ich habe das Gefühl, wenn man länger von oben zuguckt, dann ist die höhere Geschwindigkeit gar nicht mal so übel. Aber gegen Ende des Videos machen wir eher sowas, was ich als klassisches Trainspotting bezeichnen würde. Und da eignet sich vielleicht die normale Geschwindigkeit, die einfache Geschwindigkeit eher als die vierfache. Aber wie gesagt, Feedback dazu gerne in die Kommentare. Ich lese das alles immer, was ihr dort schreibt, und bin da mal sehr gespannt drauf. Ja, habe übrigens Transport Fever 2 Musik genommen, weil ich finde die gar nicht so schlecht. Ist jetzt keine TSW-Musik, aber ich denke, das passt trotzdem ganz gut. Da sehen wir die 101 mit Intercities. Expert 101 mit dem Steuerwagen ist bereits angekündigt, dass die dann auch hier auf dem Fahrplan zu sehen sein wird in einem künftigen Update. Jetzt sind wir mal kurz gesprungen in der Zeit. Sehen, wie eine 155 hier vorbeirauscht. Sehr, sehr schön, was hier alles nicht so los ist. Ja. Wie gesagt, also dieses Videoformat, das ersetzt jetzt nicht in irgendeiner Form die normalen Fahrten. Das ist nur so ein kleines zusätzliches Video, was hier mal eingestreut werden soll. Auch hier wieder die Autotransportwagen unterwegs. N-Wagen, Intercities da rechts. Und der Bahnhof ist schön gebaut, ne? Also das 3D-Modell, muss man wirklich sagen, toll gemacht. Und ich kenne mich jetzt nicht mit dem Historischen aus, aber für mich sieht das so aus, als wenn diese große Halle links zuerst dort gebaut worden wäre, und dann wurde der Bahnhof erweitert und dann kam dieser Teil da rechts nochmal hinzu. So wirkt das zumindest architektonisch auf mich. So, jetzt haben wir mal einen kleinen Zeitsprung gemacht und sind ein bisschen weiter vorangegangen in den Nachmittag, in den Abend. Sehen dem Ganzen jetzt noch zu beim Sonnenuntergang. Da links steht noch 101, die gerade eingefahren ist. Die paar N-Wagen, die sind hier einfach abgestellt, die stehen hier immer rum. Und
Bei der vierfachen Geschwindigkeit sieht man auch so ein bisschen sogar noch die Wolken, wie sie an einem vorbeiziehen. Die Nordwestbahn hat dort Ausfahrt. Also schön mittlerweile, was eigentlich so möglich ist im TSW. Ich glaube, das sieht man immer ganz gut an solchen Zeitraffer-Videos, wenn wirklich der Fahrplan perfekt ausgenutzt wird, wie in dieser Mod, was da nicht alles so drin ist, ne? 425 fährt geradeaus als Regio-S-Bahn. Und wir sind wieder im Bahnhof, alles voller N-Wagen. 185 fährt gerade ein. Mit bunten Autos. Ja, die Performance leidet so ein bisschen in den Bahnhöfen. Das kennen wir von der Strecke Bremen-Oldenburg. Die ist manchmal so lala und auf vierfacher Geschwindigkeit ist das natürlich jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, das verbessert die Performance. Im Gegenteil. Aber ich finde, es ist trotzdem absolut ansehbar. Wir sehen auch übrigens hier schön mal so die Sims, die man beobachten kann, was die so machen. Die haben tatsächlich alle eine Funktion, ne? Also jeder von denen, die ihr hier seht, die haben alle eine Funktion. Die haben alle irgendwie ein Ziel. Die steigen in irgendeinen Zug ein, früher oder später. Also die stehen nicht einfach nur so hier rum. So, 185 fährt auch nochmal durch. Mit einem Gemischtwarenladen. Und noch eine V60 mit N-Wagen schleicht sich vorbei im Hintergrund der ICE, der dort eingefahren ist. ICE 1. Glaube ich, ich kann es nicht genau erkennen, aber ja, doch ICE 1. Und fährt auch ab. 155 fährt auch durch von der Prestitztalbahn. Auch interessant, Prestitztalbahn habe ich letztens noch gesehen auf dem EM-Sonderzug in Nordrhein-Westfalen. Da fuhr eine Prestitztalbahn 186, meine ich, oder nee, 185 Prestitztalbahn, fuhr dort mit N-Wagen, fand ich auch sehr interessant. Hier eine 110, die ist gerade noch vorgefahren zum Signal. Die 155 fährt da wieder durch. Und sie hat Ausfahrt, da sah man nochmal kurz diesen Texturbug, dass es so aussieht, als würde sie mit offenen Türen abfahren. Und fährt in den Sonnenuntergang hinein. Die Dostos haben jetzt auch Ausfahrt. Ich denke mal, fahren Richtung Hamburg. Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich glaube schon A4. Ja, Hamburg, ich glaube schon. Und hinterher eine 185. Schönes Repaint. Mit Containerwagen. Ja, und das meine ich so. Die Frage ist, ob diese Videos, diese Bilder hier, die wir jetzt gerade sehen, wo wir wirklich einzelne Züge verfolgen, ob das nicht lieber in einfacher Geschwindigkeit geguckt werden sollte. Ne? Also da wirklich Feedback hinterlassen, einfache Geschwindigkeit oder vierfache Geschwindigkeit oder irgendwie beides gemischt miteinander, zuerst von weiter oben im Zeitraffer und dann, wenn man runtergeht, vielleicht eher dann in der einfachen Geschwindigkeit. Und da sehen wir schön, wie der Zug wieder ausfährt, auch hier. Die Sonne geht immer weiter unter. Toll, einfach nur toll, dieser Fahrplan. Da kann man wirklich nur das allergrößte Lob aussprechen. Herrlich. Apropos Sonnenuntergang. Ne, so sieht das Ganze hier aus. Kann man auch mal den Blick kurz schweifen lassen. Fernsehturm von Bremen, von Oldenburg, entschuldigt. Und die Sonne, die gerade untergeht. Da kommt aus Bremen der nächste Regiotriebwagen. Und die V60 dieselt auch hier vor sich her. Auch hier auf Mission unterwegs. 363, 116-8, glaube ich, war das. Da sehen wir auch schön das Signal. Toll. Und da fährt die 110er ein. Bügelfalte. Und die 110 fährt aus. Mit dem Karlsruher Kopf hinten dran. Oh, Wittenberger Steuerwagen, das wäre doch noch was, oder? Das wäre doch noch was. Ja. Der nächste Güterzug.
fährt Richtung Bremen. Und da kommt der Containerzug noch einmal durchgerauscht. Einfach nur schön. Also wirklich viel, viel los hier auf dem Fahrplan. Ich verlinke die Fahrplan-Mod nochmal in die Videobeschreibung. ICE fährt dort auch aus. Einfach herrlich. Da kann man nicht anders sagen. Das wertet die Strecke so sehr auf. Aktuell glaube ich sowieso im Sale. Also wenn ihr am PC seid, holt euch die Strecke, ganz ehrlich. Holt euch die Strecke und benutzt die Fahrplan-Mod. Ihr werdet sehr viel Spaß haben. Da gebe ich euch mein Wort drauf. Ich spreche selten so konkrete Empfehlungen aus, aber hier muss ich wirklich sagen, mit der Fahrplan-Mod absolute Empfehlung. Doppelte Ausfahrt vom Güterzug sehen wir nochmal hier ganz zum Schluss. Und nochmal eine V60, die hier nochmal ein paar N-Wagen durch die Gegend fährt. 110er mit Intercity-Wagen. Und noch ein Intercity, der einfährt. Schön, oder? Schade, dass das ein Bild ist, das wir heutzutage nicht mehr sehen. Aber gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin natürlich gespannt, was ihr zu sagen habt zu dem Videoformat. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe und wir sehen uns hoffentlich in den Kommentaren oder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.